Hallo ihr Lieben, willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es eine super leckere kleine Haselnusstorte und wenn ihr sehen wollt, wie die gemacht wird, dann bleibt dran. Wir benötigen folgende Zutaten: 2 Eier getrennt, 125 Gramm Haselnüsse gemahlen, 60 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, 60 Gramm Butter, 80 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz und 60 Milliliter Milch. Aus Milch, Puddingpulver und Zucker bereiten wir einen ganz normalen Pudding zu und fügen nachher noch 150 Gramm Haselnusscreme hinzu. Als erstes wird das Eiweiß mit der Prise Salz steif geschlagen und beiseite getan. Nun wird die Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker cremig geschlagen. Wenn sich Zucker und Butter gut verbunden haben, werden die Eigelbe hinzugefügt. Nun werden die Haselnüsse mit dem Mehl und dem Backpulver vermischt und zusammen mit der Milch unter die Ei-Buttermasse gerührt. Nun wird der Eischnee vorsichtig untergehoben und unser Teig ist auch dann schon fertig und kann in die Backform gefüllt werden. Im vorgeheizten Backofen wird der Kuchen dann für ca. 30 bis 35 Minuten bei 170 Grad Umluft gebacken. Aus Milch, dem Puddingpulver und dem Zucker machen wir einen ganz normalen Pudding und lassen ihn abkühlen. Dazu decken wir ihn mit Folie ab, damit sich keine Haut bildet. Den abgekühlten Pudding verrühre ich nun zusammen mit der Haselnusscreme noch einmal cremig. Den abgekühlten Kuchen habe ich quer durch zwei geteilt. Und auf dem unteren Teil verteile ich nun 2/3 der Puddingcreme. Die zweite Kuchenhälfte kommt jetzt darüber und wird mit der restlichen Puddingcreme bestrichen. Die obere Schicht habe ich dann mit 1 bis 2 Esslöffeln gemahlenen Haselnüssen bestreut. Gut abgedeckt geht es dann in den Kühlschrank, mindestens für 2 Stunden, besser noch aber über Nacht.
Die kleine Haselnusstorte ist total lecker geworden. Der Kuchen ist richtig schön saftig. Probiert es unbedingt mal aus und schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.